Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde D-Scan. Wir sollen einen Fahnenflüchtigen ausfindig machen, haben eine Kopfgeldjägermission. Und da sind wir hin unterwegs. Zwischendurch hat uns Captain Curry angefunkt. Wir sollen... Wo ist es jetzt am besten, das Motorrad stehen zu lassen? War das denn hier, wo wir schon mal waren? Da gab's, waren doch die Prescher. Hatte uns Captain Curry angefunkt, wir sollen bei ihm im Camp vorbeigehen. Da haben wir also auch noch ein bisschen was zu tun. So, schauen wir mal. Das ist es. Oh, okay, da kannst du nicht rüber. Kannst du hier rüber? Sehr schön. Sieht nicht gut aus. Funktionierendes Bike in der Nähe benötigt. Dann fahren wir doch hier runter. Kann man hier eigentlich irgendwas mitnehmen? Band nehmen wir gerne mit. Gibt es auch Schrott? Gibt es auch. Wie viel Zeit nehmen wir uns? Na gut, 5 Schrott, das ist ordentlich und hier liegt auch noch welche rum. Gut, fahren wir runter. Wird also offensichtlich eine Verfolgungsjagd geben. Dass wir möglichst schnell auf dem Bike sind. Dann müssen wir gucken, wo wir hinfahren müssen. Ein schöner Blick, ne, hier rüber. Ah, sieht so aus, als ob da jemand abgestürzt ist oder jemand zumindest irgendwas drüber geworfen oder drüber geworfen hat. Ah, Colonel, ich habe ihn gefunden. Kein Zweifel. Denken Sie daran, ich will ihn leben. Ja, Sir, ich bin zum Sonnenende. Okay, na los, du Arschloch. Verdammt, nein! So, wir haben keine Pistole. Wir können also nicht schießen. Also wir haben eine Pistole, aber keine Munition. Schnappt ihn! Hey! Ja, okay, er schießt auf uns. Das ist natürlich uncool. Ui! Wer jagt jetzt hier wen? Okay. Kann ich mich auf dem Motorrad heilen? Ah, zur Hölle! Heilen geht, sehr gut. Ist natürlich uncool, wenn wir keine Munition dabei haben. Okay. Sehr gut. Das hat viel Schaden gemacht. Allerdings auch an meinem Bike. Mach es immer schwerer! Da komme ich nie weiter. Lass ihn nicht entkommen, Dick. Ja, dann musst du erstmal dein Bike reparieren. Geht das? Und jetzt wird er wahrscheinlich gleich weg sein, bis wir auf dem Bike sitzen. Da hat er sich aber lange Zeit gelassen. Da haben wir wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen müssen. Zu weit weg vom Ziel, ja. Blöd jetzt.
Munition und Lachgas, genau. Aber Lachgas habe ich doch. Lachgas habe ich doch. Können wir Munition bauen? Nö. Kriegt man Munition her? Ich muss hier nochmal umschauen, ob wir noch irgendwas haben. Ein Lappen, toll. Was ist das? Ein Sammelobjekt, oder? Cool. Schön. Hm. Ich glaube, Lachgas haben wir doch mal eingebaut irgendwann in unserem Muppet. Da drüben können wir jetzt rein. Das war ja verschlossen, glaube ich, als wir die andere Mission gemacht haben. Das? Kleines Rohr. Rohrbombe, gut. Können wir eine Rohrbombe bauen. Schön. Hast du hier? Crater Lake Postkarten. Schön. Sammelobjekte. Immer gut zu wissen. Ah, das wird ohne Munition wird das echt schwierig. Lass uns mal in die Kofferräume gucken. Wieso haben wir jetzt eigentlich schon so wenig Schrott? Hat er uns den Schrott abgezogen, den wir jetzt zum Reparieren gebraucht haben? Haben wir rein. Vielleicht haben wir Glück und das Munition drin. Ein Lappen. Ach ne, der hat uns so weit zurückgesetzt, dass wir den das ist interessant, dass wir den Schrott noch gar nicht genommen hatten. Wieso haben wir plus 4 Schrott gekriegt? Können wir nicht mehr als 15 tragen? Oh, hat hier noch jemand was? Ja, gut. Oh, da ist ein paar Tütata drin. Alarmanlage. Da ist ein Polizeiauto. Warte mal. Ausdauercocktail. Ja, Verband wollte ich herstellen. Wagen, der hat auch im Normalfall Munition im Kofferraum. Ja. 9 Schuss für die Pistole. Naja, besser als gar nichts. Was markiert er mir dort? Irgendwas Spares. Den Zählansatz nehmen wir auch mit. Gut. Sind wir besser vorbereitet als vorhin? 9 Schuss bringen mich nie allzu weit, aber vielleicht ist das genau das, was gefehlt hat. Gut, fahren wir da runter. Oh, ja. So, der fährt hier lang, aber können wir hier irgendwie eine Falle aufbauen? Das ist natürlich ideal. Fallen haben wir nicht. Können wir den, wenn wir den gleich mit dem mit der
ein Sturmgewehr vom Motorrad holen. Das könnte ich natürlich mal probieren. Gut, probieren wir es aus. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Geht doch. Colonel, ich habe ihn gefunden. Kein Zweifel. Denken Sie daran, ich will ihn leben. Ja, Sir. Colonel. Zum Sonnenende. Okay, das bringt nichts. Verdammt, nein! Na, schieß aufs Bike, Dick. Schieß aufs Bike. Ich weiß noch, wenn man wie Lachgas eingesetzt wird. Okay. Den haben wir versehentlich abgehängt. Da sind wir noch zu weit weg. Ne, auf den brauchst du nicht gehen. Oh. Gut, meine Munition ist alle, oder? Aber mein Motorrad ist auch nicht mehr so richtig gut. Ne, du sollst nicht loslaufen, du sollst dein Moped reparieren. Lass ihn nicht entkommen, Dick. Ja, ja, ich weiß. Los, jetzt drauf. Du sollst drauf steigen. Und jetzt sind wir schon wieder zu weit weg. Pass auf. Oh, du sollst nicht immer gegen die Bäume fahren. Noch ein Stück näher. Kriegt man wieder. Wir brauchen nicht mehr. Einmal ordentlich treffen müssen wir. Lass ihn nicht entkommen, Dick. Ist er alleine oder hat er seinen Kompagnon noch dabei? Was sind das eigentlich für Dinge, die er da wegwirft? Das? Machst es dir nur schwerer! Du sollst weiterfahren. Nicht entkommen, Dick. Ach komm, tropft das Bike hier, das ist ja unglaublich. Wieso hat es den nicht runtergewedelt? Oh Mist. Egal, von beide Wege zum Ziel. Ich habe leider gar keine Ahnung, wie man das Lachgas einsetzt. Würde ich mich mal vorher informieren müssen. Hören Sie mir zu! Ich habe nichts getan! Verstanden? Nunu. Boah. Was für eine Bruchlandung. Ja. Gut.
Das hat uns viel Motorrad, viel Schrott, viel Heilung gekostet, aber ich hab ihn. Was hast du? Du dieses Arschloch! Nein! Nein! Okay, was zum Fahnenflucht ist das eine, aber man muss nicht auch noch zwei Leute umbringen. Lass mich, bitte, lass mich gehen. Ich sag dir, wo das Zeug ist. Ich schwör's. Tut mir leid, Kumpel. Sag's dem Colonel. Ja, das sehe ich genauso. Colonel, ich hab ihn lebend. Übertrage Koordinaten. Corporal, gut. Ich schicke eine Patrouille. Machen Sie Meldung. Garrett Ethel. Ja, ich habe gehofft, ich kann das Bike, aber das hat schon 0%. Hätte mich gefreut, wenn wir das Bike hätten auseinandernehmen können. Gut, nochmal Schrott investieren. Sieht nicht allzu übel aus. Halb so wild. 49% Tank haben wir. Und wir haben zwischendurch eine neue Mission gekriegt. Ein neuer Anforderungsschein. Wieder was organisieren. Für Sarah. Machen wir natürlich gerne. Vorher hole ich mir die Tafel. Ist zwar nur ein Sammelgegenstand. Wo haben sie denn das hingebaut? Was ist denn das da oben? Nee, das ist nicht angezeigt, oder? Hier ist die Tafel, genau. Das ist interessant. Gut, einfach nur der Vollständigkeit halber habe ich mir das mitgenommen. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal kurz zur Tankstelle hoch tanken. Und dann sehen wir uns bei Sarah wieder, die uns den nächsten Auftrag geben wird. Schauen wir mal bei Sarah rein, was er für uns hat. Eine Begegnung mit ihr ist ja immer was Schönes. Sarah. Ja, leg's auf den Tresen bitte. Okay. Es tut mir leid. Es ist manchmal einfach wirklich frustrierend für mich. Das wusste ich nicht. Ja, gib mir noch einen Anforderungsschein. Nein, weißt du was? Ich werde dir den hier nicht geben. Was? Warum nicht? Weil ich dich diesmal begleite. Gehen wir. Oh, nett. Das war nicht der Plan. Ich wollte eigentlich... Na los, Soldat. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Ja, klar. Wann warst du das letzte Mal draußen? Ich meine, draußen in der Außenwelt. Hey. Ich habe Sachen besorgt, wie alle anderen auch. Aber es stimmt schon. Es ist eine Weile her. Ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt zu Fuß gehen. Hast du überhaupt ein Bike? Ja, aber... Ich glaube, ich fahre lieber bei dir mit. Dann wären wir nicht voneinander getrennt. Ja, Ma'am. Schön, du weißt aber schon, dass... Hör auf mit... Hey, warst du schon in der Arche? Du weißt schon, dass das Bike direkt hier. Bei dir vorm Zelt stand, Mädel. Ja, es gab eine große Besichtigungstour. Mit dem Colonel persönlich. Komm schon, selbst du musst ihm einiges zugute halten. Seine Vision, ich meine, der Versuch zu retten, was wir können. Tja, eins ist sicher. Diese Insel hier ist eine Festung. Wer hier rein will, muss schon einen Wahnsinnskampf liefern. Ganz genau. Hier, das ist mein Zelt. Mhm. Ich dachte, wir wollten zum Motorrad. Wow, wie nett. Man sieht den weiblichen Touch. Ach, genau. Ich bin fast nie hier. Die meisten Nächte verbringe ich auf der Liege im Labor. Schau dir das an. Ein nützliches Ding. Das war ein Geschenk von Matt, als ich hier ankam. Matt? Der Colonel. Ach, Mann, komm schon, Deacon. Ist nur eine Waffe. Ein bisschen Eifersucht sprang schon mit, ne? Wie gesagt, das... Okay. Gehen wir hier lang. Ich zeig dir was. Ich komme schon. Ich muss gucken, ob ich irgendwas verpasst habe. Nee. Ich
spart Matt. Ich wollte eigentlich gerne noch das Motorrad upgraden. Ach ja, und warum hast du das getan? Weil wir gerade gemerkt haben in der Mission, dass das gar nicht so einfach war. Nach unserer Hochzeit, Boozer und Joni. Ich erinnere mich. Hey, ihr habt viel Bier getrunken. Ich wusste das nicht. Egal. Auf jeden Fall dachte ich, als der Mount Mesama ausbrach, wie lange dauert es wohl, bis die Lava kalt war. Der Boden sich formte, die Bäume wuchsen. Wenn alles vorbei ist, wenn wir die Insel verlassen, soll hier wenigstens noch ein Baum stehen. Hör zu, diesen Leuten hier ist das alles scheißegal. Ich war in ihrer Todeszone. Naja, der Colonel will den Krieg gewinnen. Und wenn meine Arbeit erst einmal erledigt ist, muss er nichts mehr niederbrennen. Klingt verlockend. Was auch immer ihre Arbeit ist, was sie genau erforscht. Gut, Motorrad aufrüsten entfällt, wir fahren direkt los. Nichts, nur... Schon gut. Halt dich fest, ich erinnere mich. Sehr gut, sie erinnert sich. Östlich von hier gibt's ein Community College, beim Highway. Kennst du das? Ich kenn's nicht, aber ich werde hinfahren. Den Weg kennen wir grundsätzlich schon. Aber da ich davon ausgehe, dass es auch Dialog gibt, machen wir das natürlich zusammen. Nehmen wir die Südbrücke. Das geht schneller. Sehr gerne. Hey, ich muss das fragen. Dieses Zeug, die Hefe und das Silikon. Wozu ich das brauche? Die Waffe, an der ich arbeite, ist ein Virozid. Ich will den Virus, der die Mutation auslöst, isolieren und zerstören. Okay. Klingt so, als hätte er von nichts eine Ahnung. Also hätte er nicht verstanden, was sie meint. Ich habe ein bisschen mehr Dialog erwartet auf der Strecke. Los! Aber vielleicht kommt das ja noch. Kann ich dich was fragen? Nach dieser Nacht in Farewell, was ist... Ich meine, wie seid ihr entkommen? Naja, das war echt ziemlich knapp. Als die Cops weg waren, fingen die Leute, also die noch lebten, an, Straßensperren zu bauen und alle abzuknallen. Irgendwie schafften wir es zu diesem Flüchtlingslager. Wir dachten, du wartest auf uns, aber wie gesagt, es war weg. Und in anderen Lagern das Gleiche. Keine Überlebenden, alles überrannt. Also, in nur einer einzigen Woche wurde das Tal zur Kriegszone. Die Leute töteten, um an Essen zu kommen. Und manchmal töteten sie auch völlig grundlos. Hätten Boozer und ich nicht zusammengehalten, wir hätten es nicht geschafft. Warte, Boozer, er lebt? Wo ist er? Was ist mit ihm passiert? Ja, er lebt, aber er ist in einem Camp im Norden. Er kann nicht mehr fahren, weil er einen Arm verloren hat. Aber er lebt. Ich bin so froh, dass er lebt. Es tut mir leid, ich hätte früher nach ihm fragen sollen. Es ist alles gut. Okay, ich bin dran. Hör zu, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber dieser Abend in Farewell... Mein Mongrels Ring, hast du ihn noch? Deacon, es tut mir leid. Richtlinie des Colonels. Sie konfiszieren deinen Schmuck, wenn du ins Camp einziehst. Sie schmelzen das Gold und Silber ein für Weavers Projekt oder was auch immer. Hab gar nicht mehr daran gedacht. Es tut mir wirklich leid. Nein, mach dir nichts draus. Keine Ahnung, ich hab nur laut gedacht. Unwichtig. Na, offensichtlich haben sie nicht alles eingeschmolzen. Denn den Ring hat ja... Captain Curry. Hier, ich glaube, das ist es. Warst du schon mal hier? Einmal, bevor... Du weißt schon. Berufsinfo. Ich sollte einen Vortrag über aufregende Berufe in der Biochemie halten. Gott. Was? Gar nichts nur. Ich hätte lieber darüber reden sollen, wie man den Weltuntergang überlebt.
Na los. Wie sollen wir da durchkommen? Versuchen wir es außenrum? Nein, warte, ich kann dich hochheben. Mhm, hochheben? Na gut. Bist du bereit? Ja. Geht's? Ich hab's. Hier, Vorsicht, Kopf. Alles klar. Oh, danke. Scheiße, was ist hier passiert? Das hier war eins der ersten Camps. Es wurde aufgebaut, bevor man wusste, dass die Horden die Highways so lieben. Als ich herkam, war es längst ausgelöscht. Dieser ganze Ort muss vor Freaks nur so wimmeln. Ja. Weißt du, wo wir hin müssen? Wie gesagt, ich war nur einmal hier, aber das Forschungsgebäude müsste dort sein. Na, gucken wir, dass wir zwischendurch ein bisschen was aufsammeln. Zumindest an Munition waren wir recht knapp zuletzt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir Munition brauchen werden. Ich muss nachladen. Oh. Krabbler. Jede Menge. Das Nest? Oh. Nicht gut. Ach, verdammt, Krabbler. Okay. Oh, Moment mal. Was ist? Ich will lieber kein Aufsehen erregen. Wer weiß, was da drin ist? Oh, wir wissen, was drin ist. Verdammte Krabbler. Komm, wir gehen außen rum. Hier kommen wir nicht durch. Nein. Wer auch immer hier gelebt hat, hat alles ziemlich gut verrammelt. Wie wäre es hier durch? Die Tür ist verschlossen, aber nicht verrammelt. Kriegst du sie auf? Aber sicher. Ich glaube, ich könnte das... So. Alles klar. Hier durch. Sieht gut aus. Komme. Hier, pack mal mit an. Moment, okay. Okay, bereit? Schieb! Okay. Bist du bereit? Los geht's. Oh, Scheiße. Los, zurück, zurück. Schon. Wir finden einen anderen Weg. Nein, warte, warte mal. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wenn wir beide da rausgehen, locken wir sie nur alle zueinander. Also, warte mal kurz. Was, wenn du da oben raufsteigst und mir dann von da Deckung gibst? Du übernimmst die Streuner, ich erledige den Rest. Bist du ganz sicher? Ja, ja, ja. Ich mach das andauernd. Du darfst nur nicht aufhören zu schießen, okay? Deacon. Wenn ich durch bin, machst du hier zu. Weiter. Alles sauber. Das ist das Gute an unserer neuen Nahkampfwaffe. Okay. Mann, die ist echt ein bisschen zu knapp. Brachial. Die hatten keine Chance. Der Lärm wird noch mehr anlocken. Ja, aber dann sind wir längst weg. Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Die haben hier alles verbarrikadiert. Sehen wir mal, ob irgendwo ein Loch in den Wänden ist zum Hochklettern.
Okay, ich sehe mich hier um. Und wird hier das Gebiet entdeckt? Nein. Hey, hier drüben, ein offenes Fenster. Ja, ich bin ja schon längst da. War aber nicht so viel. Willst du den Weltuntergang überleben, wenn du so viel Zeit vertrödelst? Ja, alles klar. Moment, ich such was für dich. Sarah! Warte, ich such was, das ich runterwerfen kann. Oh, Scheiße! Nein, Deacon! Scheiße! Verdammt! Such einfach was zum Hochklettern für mich! Bin dabei! Schrei mich nie an, es ist doch schon alles vorbei. Oh Gott, warum lachen wir? Ich weiß nicht. Weißt du, du wolltest mich doch immer überreden, wieder zur Schule zu gehen. Oh, na ja. Jetzt hast du es endlich geschafft. Besser spät als nie. Oh, okay, danke. Bereit? Sieht nach einem Nest aus. Dann los. Okay. Hier, diesmal gehe ich zuerst. Ja, Ma'am, wie Sie wünschen. Wie nach einem Bombenangriff hier. Ich bin zeitlich schon ein bisschen vorangeschritten heute. Ich glaube, hier geht es rein. Oh, die Tür klemmt. Ja, nein, geht schon. Ich schaff das. Siehst du? Siehst du? Wie gesagt, ich schaff das. Ja. Ja. Sehr gut. Danke. Also, wie dringend brauchst du dieses Gerät? Komm schon, wir haben es fast. Wir werden jetzt nicht aufgeben. Ich frage ja nur. So sind also die Freaks reingekommen. Da konnte wohl jemand nicht einparken. Die Luft ist rein. Shit! Mehr Barrikaden und zwar überall. Check die Gebäude. Ich sehe das Forschungsgebäude da drüben. Wir müssen einfach durch die Barrikaden. Oh, so einfach kann es sein. Hey, noch ein offenes Fenster. Okay. Aber gerne. Hier, ich heb dich wieder hoch. Aber diesmal... Finde ich schneller was, wo du hochklettern kannst. Ja, ganz genau. Okay. Gut, warte. Hey. Und versuch diesmal keine Schwärme anzulocken, ja? Na sicher, klar. Ich werde es versuchen. Oh! Sarah! Sarah, halt durch! Na toll. Komm schon! Scheißvieh! Weg von mir! Oh nein! Nein! Tja, wo ist er denn hin? Verdammt, Sarah! Nein! Verdammt, nein! Sarah! Wo bist du? Komm schon, antworte mir! Wenn irgendwas passiert ist... Sarah! Ich werde jeden einzelnen von euch umbringen! Sarah! Antworte mir! Zumindest scheint man in die richtige Richtung unterwegs zu sein. Sarah! Hey. Oh mein Gott. Es waren so viele. Es hörte nicht auf. Ich
schon okay. Alles gut, alles gut. Du bist okay. Hey, komm schon. Mir geht's gut. Komm, wir sind fast da. Das Wissenschaftsgebäude. Ja, sieht so aus, als hätten sie die Hütte von innen komplett dicht gemacht. Komm, es muss einen Weg reingeben. Natürlich gibt es einen Weg rein. Wir werden ihn finden. Wirklich, okay? Ja, war nicht mein erster Freak. Ich weiß, aber... Die kennen alles gut. Gehen wir. Die Tür da, kriegen wir sie auf? Natürlich kriegen wir sie auf, allerdings... Ein Blick auf die Uhr sagt mir, wir sind schon relativ spät dran heute. Deshalb machen wir an dieser Stelle morgen weiter. Für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.